Ich bin Nico Frotzheim, ich bin Professor für Geologie an der Uni Bonn. Heute bin ich in Frankfurt am Amtsgericht vor Gericht gestanden mit dem Vorwurf der Nötigung wegen einer Straßensperrung, die wir von Scientist Rebellion letztes Jahr im April durchgeführt haben, auf der Untermainbrücke, um auf die Dringlichkeit der Klimakrise hinzuweisen und die Öffentlichkeit auf die schwierige Situation, über die schwierige Situation und ihre Zukunft zu informieren. Das Verfahren wurde eingestellt, weil der Vorwurf der Nötigung nicht nachzuweisen war. Viel wichtiger ist aber, dass diese ganzen Verfahren gegen Klimaaktivisten insgesamt verfehlt sind. Hier werden Menschen vor Gericht gestellt, die auf einen Missstand hinweisen, die auf ein schreiendes Unrecht hinweisen, auf die Zerstörung der Zukunft unserer Kinder. Während die Menschen, die daran schuld sind, und es gibt Schuldige, die Menschen gehen weiter ohne Probleme ihren Geschäften nach. Die Fossilindustrie hat schon in den 80er Jahren gewusst, dass das weitere Verbrennen von Kohle, Öl und Gas irgendwann in die Katastrophe führt. Und sie haben aus diesem Wissen nicht die Konsequenz gezogen, sondern sie haben stattdessen mit Lobbyismus und Desinformation, mit Lügenkampagnen dafür gesorgt, dass wir bis heute nicht aus dieser Abhängigkeit von den fossilen Brennstoffen herausgekommen sind. Und das ist das Riesenproblem, und das habe ich auch heute vor Gericht angesprochen. Ich habe die Leute konfrontiert mit diesen Diagrammen, mit diesen Tatsachen, die zeigen, in welcher schwierigen, in welcher verzweifelten Situation wir sind. Wie der UN-Generalsekretär Guterres gesagt hat, we are in the fight of our lives. Wir kämpfen den Kampf unseres Lebens. Wir kämpfen den Kampf um das Überleben unserer Kinder. Und auch wenn die meisten Leute das noch nicht wissen, wir alle stehen in diesem Kampf und wir müssen Stellung beziehen. Wir müssen auf der richtigen Seite stehen. Und der Kampf geht weiter. Am 28. Oktober veranstaltet die Letzte Generation in Berlin eine Massenblockade nach dem Vorbild der Niederlande. Geht alle dorthin, macht mit am 28. Oktober in Berlin auf der Straße des 17. Juni.